Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch unterwegs, haben die salzige Grotte entdeckt, haben entdeckt, dass das kein schöner Ort ist. Deswegen verziehen wir uns von dort. So, das hier haben wir beides abgeklappert. Die beiden Teile der Lichtinsel, die ich toll benannt habe. Brennende Sandbänke. Scheint ein Ort zu sein. Es gab ja aber auf jeden Fall noch eine. Achso, ich glaube, das war das hier, oder? Oder prozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. Oder war hier unten noch irgendwo sein Korallending? Nö. Dann habe ich das schon abgegrast. Gut. Ganz ehrlich, bevor wir. Das ist unser Schiff, denke ich mal. Ja, Werben für den Kanal. Was erhalten? Da ist ein Sturm, in den wir nicht rein wollen. Und ich habe so das Gefühl, wir steuern hier, ja. Oh, das ist nicht nur ein Sturm. Ich glaube, das ist eine übelste Sturmfront. Ein göttliches Phänomen, hä? Ja. Und ich bin reingefahren aus Versehen. Aus dem Sturm segeln. Ja, weil das sieht da wirklich ein bisschen danach aus, als ob's hier das Ende der Welt wäre. Okay. Gucken wir mal kurz. Ja, hier sieht das auf jeden Fall danach aus. Da haben wir noch nicht genug aufgedeckt, um es als Rand der Welt zu sehen. Das sieht fast so aus, als ob man hier reinsteuern könnte. Kann man auch irgendwie. Ja, aus dem Sturm bitte wieder raus. Das heißt, wir segeln jetzt da unten entlang. Also ja. Du hast ein Klopfen an deiner Türe. Gut, wer will jetzt was? Und da ist ein kalter Wind heute über das Deck des Schiffes und lässt selbst nach mehreren Stunden nicht nach. Delan klopft kleiner an der Tür der Kajüte. Als er eintritt, ist er bleich und auf seiner Stirn sind Schweißtropfen zu sehen. Verzeiht, Captain, aber das ist ein böser Wind, den uns da geschickt hat. Wir sind zu lange gesegelt, ohne ihr Tribut zu zollen. Sie wird uns bestimmt bestrafen, wenn wir ihr nicht geben, was ihr zusteht. Er neigt den Kopf in Richtung der Luke und fordert dich auf, ihm an Deck zu folgen. Es ist wissenschaftlich erklärt. Dieser Wind ist ein natürliches Phänomen und nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Feierlich 1000 Kupferstücke über Bord werfen. Ich denke, wir können etwas für die Dame der Wehklagen entbehren.
Wir haben einfach nicht das Geld dafür. Na gut, werfen wir mal 1000 Kupfer runter. Du gehst mit einer Truhe Münzen an Deck und versammelst die Mannschaft um dich herum, als du am Rand des Schiffes stehst. Du rufst kurz Ondra an und kippst das Geld dann über Bord. Deine Besatzung nickt und singt ein kurzes Seemannslied, das Ondras Gnade preist. Als sie zurück zur Arbeit gehen, dankt dir Dalan, dass du die Göttin geehrt hast. Kupfer verloren, Moral erlangt. Am nächsten Tag haben die Winde nachgelassen und die Mannschaft ist froh. Die Dame, der Wehklang anscheinend durch dein Opfer besänftigt worden. 5 Moral, ja. Das heißt, ich werde euch mal wieder auf Wasser setzen, um das Geld zu ersetzen. Und ja, ich drifte gerade so weit ab, fällt mir gerade so auf. So. Naja, eure Moral kann ruhig etwas nachlassen. Ach, falscher Knopf. So, gucken wir mal kurz Kopfgelder. Ohairo müssen wir noch erwischen. Kuaro haben wir. Mal wieder ein Bug im Questlog. Ja, das sieht besser aus. Also Kuaro haben wir. Wen haben wir? Radulf haben wir. Dwargas haben wir. Und den Thronanwärter haben wir. Also fehlt nur noch Ohairo. Okay. Wir holen uns jetzt erstmal Ohairo. So, Heiro, oder? Ja. Da hat gerade unser Ding etwas gezuckt. Ja, weil da steuern wir direkt in Heiro rein. Der fährt eine Schunke. Oder Bewaffnung her sind wir gleich stark. Er hat schlechtere Männer als wir und schlechtere Ausstattung. Aber da gehen wir mal kein Risiko ein und entern. Unsere Truppe dürfte ja stark genug sein. Ja, stimmt eigentlich. Wenn wir wieder mit Riesen anbandeln, könnte ich auch gleich auf Entern klicken. Dann spare ich mir das Seegefecht und die Chance, dass meine Schiffsmannschaft verletzt wird. Ist auf jeden Fall praktisch, dass sie das Menü eingebaut haben, auch wenn es die Seeschlacht etwas trivialer macht. Das da oben sieht nur nicht so schön aus. But if we stop,
Hawk. Ja, hier werden viele Leute zerfetzt. Ja, Ohairo ist tot. Seine Mannschaft auch gleich. Wir haben wieder... Ah, gute und außergewöhnliche Sachen sind darunter. Essen, jede Menge Kupfer. Oh, Bronzehorn sogar. Gute Arkebusen, ein bisschen Essen. Mutter Schaffelsen hat einen Rang erreicht, ja. Das ist sehr gut. Haben wir wieder ein Kopfgeld weniger. Müssen wir dann nachher nur alle abgeben. Ich weiß auch gerade. Ach da, da wäre ein Rattunschiff. In der Nähe der brennenden Sandbänke. So, dann steuern wir noch den unbekannten Standort hier an. Mal kurz ins Tagebuch gucken. Kartierung. Ja, brennende Sandbänke. Wie viele Inseln das jetzt sind, keine Ahnung. Ja, Moral sinkt wieder. Wasser und Reis. Ist alles okay. Wir haben halt hier eine gute Köchin. Einigermaßen. Ja, du hast auch schon dein Maximum erreicht. Du bist auch schon auf Maximum. Das ist gut. Ihr könnt halt auch nicht weiter steigen. Du leider auch nicht. Uns fehlt immer noch unser letzter Kanonier, aber den finden wir auf Mutare Ekosi. So, isolierter Strand und Kluft von Venura. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Als du deinen Weg auf der Straße fortsetzt, bemerkst du auf einmal, wie das Licht sich verdunkelt, als ob ein Schatten auf dich fallen würde. Du siehst dich um, bist dir nicht sicher, woher dieser Schatten kommt. Die Luft fühlt sich schwer an, voller unsichtbarer Energie. Der Weg vor scheint frei zu sein. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass sich der Schein trügt. Ich spüre nichts, das konventionell gestandene Magieähnelt. Ich würde zur Vorsicht raten. Auf bewegt seine Finger über sein Zauberbuch, während seine Augen die Umgebung absuchen. Deine Umgebung untersuchen. Ah, Wahrnehmung. Okay. Die Dunkelheit wird immer intensiver. Ja, da hätte ich wieder... Maya oder Palegina gebraucht. Vorsichtig vorwärts gehen. Je weiter du vordringst, desto länger werden die Schatten, desto intensiver wird die Dunkelheit. Deine Sicht verdüstert sich mehr und mehr. Intensiv blinzelst du. Du hörst ein Rascheln in der Nähe. Eine große Nager gleitet zischend nach vorne. Ihre Zunge flattert zwischen langen Fangzähnen. Ein in einer Kralle endender Finger wird dir entgegengestreckt. Ein paar andere Nager zischen eine gemeinsame Antwort. Die Gruppe kommt näher, ihre primitiven Waffen einsatzbereit. Ach, nur ein paar Nager.
Oh.